Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf dem Morrisland unterwegs und wir sind in Folge 119 schon angekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mal überlegen, kommt das hin? Ja, wir sind tatsächlich schon Folge 119. Ja, was mache ich hier? Ja, aussteigen, ne? So, weil hier steht er, nämlich der Übeltäter, den wir brauchen. Ich lasse in die Kabine hüpfen, weil wir produzieren leider bei unserer Biodieselanlage nicht schnell genug Kompost. Das heißt, Moment, ich kann einmal Stopp machen. Nur als Demonstration sozusagen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Falls ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, dafür kann ich momentan leider nichts. Wenn irgendwie ein bisschen mal ein Rauschen oder Grummeln im Hintergrund ist, bitte ich das zu verzeihen. Da kann ich momentan leider nichts gegen machen. So, wir gucken mal. Jetzt seht ihr selber, wir haben jetzt schon über 2000, fast 3000 hier wieder verloren an Kompost und haben in der Zeit nur rund 666 über die Biodieselanlage produziert. Das heißt also, ja, was soll ich sagen? Das ist fast das Fünffache oder das Vier- und ein bisschenfache sozusagen, was der verbraucht in der Zeit, wo er das jetzt auf der anderen Seite produziert. Deswegen werden wir jetzt hier mit unserer Grasgeschichte noch ein bisschen für Reserve sorgen. Anders geht's. Ah, da bin ich vorbeigehüpft. Nein. Na, komm her. Gleich diesmal erwische dich aber. Da bist du. So, an damit, runter damit. Motor anmachen. Okay, gestehe ich ein. Dass das eindeutig besser funktioniert, ein motorbetriebenes Gerät mit Motor an besser funktioniert wie mit Motor aus. So, ich glaube, der Graspart, der hat sich hier resettet. Das ist alles wunderbar. Man sieht, es ist zum Teil wieder angewachsen, da wo wir noch Spuren sehen. Ja, ich werde jetzt hier einmal eine Runde einfach nur fahren und wir werden jetzt einfach mal eine Runde Gras machen. So simpel ist es. Ich schätze mal, damit wir die Produktion da in Ruhe erstmal laufen lassen können. Und aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelche Schafe über den Haufen mähen. Ich immer einen kleinen Bogen machen. Schaf rennt kackfrech auf und zu, seht ihr? Dreist manchmal, ne? Werden wir natürlich jetzt erstmal sehen, dass wir vielleicht noch eine Ladung Kompost dazwischen schieben. Wir brauchen ja auch einen Moment, bis der Kompost da auch produziert ist. Der wird zwar in größeren Schritten im Kompostmaster produziert, aber wie gesagt, es muss produziert werden und wir müssen ja auch eine Runde das Zeug noch hinbringen, ne? Deswegen mal gucken. 10.000 haben wir schon wieder drin. Ich schätze mal so ein oder zwei Ladungen müssen es sein. Wir werden auf jeden Fall auch mal eine Runde gucken, wie es mit unserer Gras-Trockenanlage aussieht. Weil das ist ja im Prinzip für die Direktfütterung bei den Tieren, also sprich bei den Kühen, ja der Ersatz, sag ich einfach mal so. Das heißt, das ist der Ersatz für die Silage halt, ne? Die Silage, die wir produzieren, die machen wir momentan nur in den Futtermischer rein. Weil der nimmt in dem Fall dann nur die Silage. Die Tiere selber ist das egal, ob die Heu oder Silage kriegen. Da sind die ziemlich tolerant. Ist natürlich sehr nett von denen. Ne? So, ja, wie gesagt, wir sind hier am Arbeiten und Arbeiten und Arbeiten. Und ziehen den Spaß hier mal eine Runde durch. So. Das läuft alles, würde ich sagen. Das ist doch schon mal gut. Wir sind auch gleich bei halb voll oder ungefähr. Wenn wir relativ direkt zurückfahren, dann fahre ich jetzt einfach mal so bis 25.000, 26.000 Liter. Dann drehen wir einen schönen Bogen. So sind wir jetzt schon. Dann drehen wir mal einen schönen Bogen und fahren wieder zurück. Wir müssen ja gleich eben kurz zwischendurch unsere Drescher leer machen. Ich gehe aber erst rüber, wenn halt beide Drescher voll sind. Echt, in welchen LKW ich zuerst habe, dass wir nicht mehr mit dem LKW warten müssen. So, der eine ist voll, der andere hat noch 4%. Und der andere scheint gerade zu... dreht er.
Ich glaube, der dreht. 97% der dreht. Nicht jede Vermutung, das ist jetzt die Drehung. Leider, dass das Rohr in die Frucht reinragt. Wäre sehr ärgerlich, aber sieht leider so aus. Naja, okay, also solange er noch dreht, noch die 3% machen muss, werde ich hier weiterfahren. So simpel ist es. Wir wollen, ne? Es klart auch langsam auf. Merkt ihr das, wenn wir so umgucken? Das neblige, dunstige geht so langsam weg. Wird ein kleinen Tick heller. Sorry für den Reusbauer und ja, Arbeit erfolgreich beendet. Das könnte jetzt der Streudünger auf der neuen sein. Das heißt, das werden wir dann beides mal kontrollieren, ob die Enten da vernünftig sind oder nicht. So, ich mache ihn mal hier kurz aus, nehme das Ganze hoch. Das sieht ja schon mal gut aus, da stehen wir ja genau richtig. Wir sehen da hinten auch schon unsere, ne, unsere Kompostanlage. Dass es nicht mehr so diesig, dunstig ist, dann sieht man auch mal wieder ein bisschen was von seinem Fell. Ja, und da vorne sehen wir, dass er gedreht hat und dass er jetzt zu dem Rohr in der Frucht steht. Heißt also, hier können wir ganz normal drunter fahren und es interessiert nicht. Hier hinten rennen wir jetzt eine Runde rüber und rennen genau in die in den Drescher. Nein, tun wir nicht. Aber wir werden jetzt einmal kurz hier in die Frucht reinstechen hinter dem Drescher und dann eben kurz ihn leer machen und wieder rausfahren. Simpel ist es. Ja, der Streifen wird auch schmaler. Jetzt sieht man erst, wie groß oder klein die Felder sind, wenn es nicht mehr so dunstig ist. Aber es sind noch einige Bahnen, kann ich ja das sagen. Selbst wenn jetzt hier die Jungs nicht jeweils die 100.000 Liter mehr voll kriegen sollten, da hinten seht ihr weiteren Raps, bis der Arzt kommt. Nein, aber schon größeres Feld noch wie dieses hier. Ne? Die 2 ist ja noch größer wie die 11. Der drüben fährt schon wieder. Der hier hat noch 35% oder so, dann ist er leer. Und dann werden wir mal gucken, was der Streudinger so angestellt hat und ob wir bei den Kartoffeln noch Korrekturen fahren müssen. Und dann ist das soweit eigentlich schon mal fast okay. So, da liegt er schon wieder los. Ich fahre mal eine Runde aus der Frucht raus. So, wunderbar. Wir skippen zum... Richtig, Streudünger durch. Wie vorhin angedroht, ne, den brauchen wir nicht. Oder noch nicht, den brauchen wir gleich. Da sind wir. Okay, eine Ecke hier hinten hat er selber nicht gewollt. Das ist aber okay. Die machen wir jetzt kurz. Und es sieht aus, als hätte er hier ein bisschen mehr wie eine Ecke nicht gewollt. So, gut, ja, dann fahre ich hier einmal einen kleinen Mittelstreifen. Aha, hier hat er ein bisschen breiteren Streifen nicht gewollt. Ah, da ist ein ganz kleiner Tupfer übergeblieben. Hier haben wir eh eine Korrektur zu fahren und dann fahren wir mal auf die andere Seite, ob wir da auch was korrigieren müssen. Und dann haben wir das Feld auch schon. Ja, die zweite Düngertour werden wir wahrscheinlich noch nicht machen können beim anderen Feld. Einmal aus. Wir müssen jetzt aber auf die Straße fahren hier. Bahnlinkanlage, hätte ich fast gesagt, Rundumleuchten brauchen wir nicht anmachen, weil wir eh nicht breiter sind wie die Spur. Das geht also alles so. Ja, dann gucken wir mal hier hinten, ob das alles okay ist. Oder ob er hier irgendwelche Spirenzien gemacht hat. Zu ärgern. Das sieht man halt immer in der Verfärbung an sich. Aber so wie ich das hier sehe, hat er unsere Kartoffeln hier richtig bedient, sozusagen. Da sind wir auch genau richtig, weil hier können wir mit ein, zwei kleinen Umwegen auch zum Hof zurückfahren. Ne, weil dabei sind wir schon. So, wir können jetzt einmal kurz aus Spaß gucken, ob wir hier auf der 10 ihn schon wieder ansetzen könnten. Oh, schön in Schlamm gefahren, ja. Oh, hier werde ich mal den Bogen um den Schlamm rum machen, so jetzt halber. Gucken, ob er jetzt hier auch schon wieder sich nachdüngen lässt. Ich glaube nicht, dass das schon so weit ist hier. Ich glaube, das gilt schon als gedüngt oder noch als gedüngt. Da müssen wir wahrscheinlich erst die nächste Stufe, ja, wir müssen erst die nächste Stufe abwarten. Ist aber okay, können wir mit leben. Gut, jetzt haben wir drei Felder vorbereitet, zweimal gedüngt und gesät.
Heißt also, die müssen alle drei nur noch ein einziges Mal gesät werden. Ein einziges Mal gedüngt werden. Das ist so ein Traum, oder nicht? Also fast. Ja, er hat noch einen kleinen Moment Pause. Ne, Viertel vor acht, kann auch frühstücken gehen, würde ich sagen. Okay. So, wir skippen nochmal durch bis zu unserem freundlichen Garmin. Ewerk. Diesmal mache ich den Motor auch mal zuerst an. Hab gehört, dass er dann besser mähen soll mit Motor an. Ja, ist ja ein wunderbarer, schöner Tag geworden. Guck mal, man kann die Wiese sehen, die schönen Farben prächtig. Ne? Bisschen die Umgebung sehen, das Dunstige macht er echt so also ein bisschen so, nicht toll. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal den Graspart hier mal machen. Machen ihn jetzt voll, liefern das ab und ja, haben ihn jetzt schon fast wieder leer zu machen, die Drescher. So schnell geht's. Aber wir wollen dann ja auch noch eine weitere Ladung Gras machen. Damit das auch was wird, ne? So, fahren, fahren, fahren. Klappt alles. Super. So, 45.000 Liter noch. Wir sind hinter den Schafen, sind gleich hinter den Schweinen. Doch, das Gut haben wir schon, wollte ich sagen. Das sind noch 3000 Liter. Da vorne kommt der Baumgrünstreifen sozusagen. Mal gucken. So. Geht noch 1000 Liter. Ein bisschen zwischen den Bäumen mähen. So, dann sind wir voll. Das kann an, das kann aus, das kann hoch. Da sind wir schon mal angekommen. So, hier kommen wir zwischen lang. Hier steht der Tankwagen. Das war der, der irgendwann mal das Gülle-Zeug hierher gebracht hat. So. Hier passen wir mit dem Samtschneidwerk genau zwischen. Traumhaft funktioniert, muss ich sagen. Bin schwer begeistert. So, gut. Ja, dann dürfte hier die Produktion gleich wieder anspringen. Das ist schon mal gut. Und wir werden hier mal unseren Spaß auch gleich wieder anschmeißen. Und werden uns hier auch mal wieder hier durchs Gebüsch mähen. Bis wir wieder hier auf unserem wunderbaren grünen Streifen angekommen sind. Ja, da haben wir ihn schon. Ja, jetzt behalten wir uns mal auf der Seite hier und dann geht's weiter. Einfach nur fahren und irgendwann wenden. So einfach ist das Ganze, ja? Ja, machen wir ja gar nicht, ne? So, ja, wir haben jetzt schon einen wieder voll. Wenn den Schaf immer nur und ausweichen, ich bin ja höflich. Die haben Plantier hier nicht erschrecken hier. Und sobald der andere Drescher jetzt auch voll ist, werden wir die beiden noch abtanken. Und ich glaube, dann werden wir ihn hier heute nicht mehr durchkriegen. Sondern wir werden halt nur ein bisschen was reinmachen hier. Ah, der Drescher scheint gerade zu drehen. Wie ihr seht, also Gras haben wir hier, bis der Arzt kommt. Ne? Also die Karte ist grasfreundlich gebaut, das kann man nicht anders sagen. Mit der riesigen Wiese auch im Prinzip genau neben der Heutrocknungsanlage, das ist auch eine beeindruckende Geschichte, muss ich sagen. So, ich werde ihn hier auch gleich einfach mal anhalten. Wie gesagt, wenn wir bei 100% sind. Boah, dann werde ich mal die beiden Drescher leer machen und dann werden wir mal rüberspringen und gucken, wie viel Gras noch in der Heutrockenanlage ist. Also die Grastrockenanlage, die Heu macht, so rum. Ich werde schon wieder Blödsinn. So, ich mache immer aus, immer hoch, dann weiß ich, dass der aus ist. Ja, da haben wir genau passend hingeskippt. Er steht auch gut, nur der andere, der steht jetzt irgendwie immer an der Frucht. Das ist immer sehr unsportlich, finde ich. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch korrigieren, dass er aufhört, in der Frucht zu stehen. So. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ich das machen will,
Ganz einfach, ich tanke ihn jetzt ab. Aber nur zum Teil. Jetzt hat er gemerkt, dass er nicht mehr abgetankt wird. Und ich hoffe, dass das jetzt reicht, dass er die Bahn hier zu Ende macht und auf der Bahn auf dem Rückweg dementsprechend voll wird. Das ist jetzt die Idee gewesen. So, ich wollte noch einmal auf der Karte gucken nach der Grastrockenanlage. Besuchen wir nochmal. So, wie viel haben wir denn noch drin? Oh, das ist nur 49.000 Liter drin. Also auch hier sollten wir eine Runde Gras ranmachen. Gott, oh Gott, da seht ihr, wie es getrocknet wird. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt tatsächlich mal eine Ladung und fahren mal einfach durch bis hier hinten hin mit unserem Mähgerät und hauen hier mal wieder eine Ladung dazu, fahren dann komplett wieder zurück und dann haben wir auch den wieder voll für den Komposter. Ich glaube, so ähnlich machen wir es. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Würde mich natürlich dann, wenn es euch gefallen hat, über einen passenden Daumen freuen. Natürlich auch über ein Abo, wenn ihr es da lassen möchtet. Und es noch nicht getan habt, natürlich, klar. Und würde mich natürlich auch über ein Teilen freuen. Wenn ihr es schon getan habt, dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich dafür. Und sage dann mal bis zum nächsten Mal.